Hallo, hallo, willkommen zu Fit durch den Advent Part 3. Heute wollen wir uns mal die Arme und den Oberkörper vornehmen. Übung Nummer 1: Liegestütze. Aus dem Stütz heraus bewegen wir hier durch Strecken und Beugen der Arme den gesamten Körper auf und ab. Als Variation könnt ihr hier entweder enger greifen oder, um es einfacher zu machen, auf die Knie gehen. Ab Übung Nummer 2, dem Adler stehend, brauchen wir ein paar Zusatzgewichte und da eignen sich beispielsweise Flaschen ganz gut. Wir führen also die Gewichte ungefähr auf Schulterhöhe nach oben und der gewünschte Schwierigkeitsgrad kann über die Armbeugung variiert werden. Wer es gern noch ein bisschen schwieriger haben möchte, kann gern größere Flaschen, Kanister oder auch ganze Bierkästen nehmen. Übung Nummer 3: Bizeps Curls. Die Handflächen zeigen bei dieser Übung nach vorn und wir bewegen das Gewicht durch Beugen der Arme im Ellbogen nach oben. Um die Übung möglichst zielgerichtet auszuführen, achtet darauf, dass der Oberarm möglichst stabil bleibt und sich also nur der Unterarm bewegt. Übung Nummer 4 ist das stehende Rudern. Mit leicht gebeugten Beinen lehnen wir den geraden Oberkörper etwas nach vorne und ziehen dann über Beugen der Arme und Einziehen der Schulterblätter das Gewicht auf Brusthöhe. Arbeitet hier schön konzentriert und zieht erst aus den Schulterblättern und dann aus den Armen. Am oberen Kehrpunkt könnt ihr die Spannung dann kurz halten. Letzte Übung für heute, Übung Nummer 5, die Trizeps Curls. Die Grundstellung ist die gleiche wie bei der Übung zuvor, aber jetzt strecken wir einen Arm nach hinten weg und beugen und strecken im Ellbogengelenk. Auch hier sollte nicht zu viel Bewegung im Oberarm sein. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Mitmachen. Im Anschluss findet ihr wie gehabt das Programm und dann sehen wir uns nächste Woche zu Session Nummer 4.